Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal Let's Play Table Tennis. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wie du siehst, wir haben hier eine Banane dabei. es geht darum, dass wir heute euch den Rückhand Flip präsentieren wollen. Und es gibt auch eine alternative Form und dieser Schlag heißt dann Rückhand Banane und das werden wir euch gleich hier am Tisch erklären. Ja, dem sei nichts hinzuzufügen. Viel Spaß mit dem Video und ran an den Tisch. So, und bevor wir jetzt starten mit dem Tutorial Rückhand Flip, wollen wir uns nochmal herzlich bei euch bedanken für die zahlreichen Views, zahlreichen Likes von euch unserer Videos. Also das ist wirklich jetzt hochgegangen. Herzlichen Dank dafür. Und ja, davon ausgehend vom Rückhand Topspin Tutorial, was wir letztens gemacht haben, das ihr euch hier nochmal übrigens anschauen könnt, wollen wir uns heute mit dem Rückhand Flip ja beschäftigen, was schon für den fortgeschrittenen Spieler geeignet ist, da einiges anders und einiges auch schwerer ist bei diesem Schlag, worüber wir euch jetzt aufklären wollen und Tipps geben wollen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. So, Tipp Nummer 1 für euch ist es, auf die Beine mal zu achten. Wir müssen uns auf den Ball vorbereiten und wir müssen mit dem Bein des Schlagarmes, bei mir ist das linke Bein, weil ich Linkshänder bin. Bei vielen von euch, ihr seid Rechtshänder, müsst ihr mit dem rechten Bein unter den Tisch gehen, damit wir zum Ball uns bewegen können und den Schlag ausführen können. Ja? Bein des Schlagarmes führen. Zudem ist es wichtig, das Bein unter den Tisch zu stellen, aber auch den Oberkörper schon mit nach vorne zu nehmen, um es sich einfach zu machen, über den Tisch zu kommen. Ja? Fuß unter den Tisch und Oberkörper nach vorne bringen. Tipp Nummer 2 für euch ist es, wenn man am Tisch ist, sowohl den Unterarm als auch das Handgelenk zu aktivieren und zu nutzen. Wir haben ja auch schon beim Rückhand Topspin gelernt, den Ellbogen nach vorne zu bringen als Drehachse, um einen stabilen Topspin zu bekommen. Und deswegen muss man das auch beim Flip beachten. Natürlich ist das Handgelenk und die Explosion im Handgelenk unheimlich wichtig, aber wir müssen auch mit dem Unterarm führen, um einen stabilen Flipschlag hinzubekommen. Wie wir hier sehen, habe ich jetzt eine Vorspannung im Handgelenk und auch eine Vorspannung im Unterarm, weil der ja gebeugt ist. Und ich drehe, wie beim Topspin, über den Ellbogen den Unterarm und am Ende das Handgelenk mit. Ja? Das ist beim Flip genauso wichtig wie beim Topspin. Tipp Nummer 3 ist darauf zu achten, dass die Bewegung in der Schlagebene bleibt, von hinten unten nach vorne oben. Ja, von hinten unten nach vorne oben. Wir brauchen Aufwärtsbewegung und jetzt ein Tipp ist darauf, wahrnehmen. Achte darauf, wie der Ball ankommt und mit welcher Rotation. Kommt der Ball mit Unterschnitt an, so ist es unheimlich wichtig, wieder mit von hinten nach sehr weit oben zu beschleunigen. Kriegen wir aber jetzt einen Seitschnitt mit Überschnitt, also Seit- oder Überschnitt, muss man den Schläger auch nach hinten nehmen, aber viel mehr schließen und nach vorne gehen. Also Tipp Nummer 3, achte auf die Rotation und führe dementsprechend den Schlag aus. Entweder auf Unterschnitt von unten nach oben oder bei Überschnitt von flach nach vorne, von hinten nach vorne. Tipp Nummer 3 war das. Der vierte und letzte Tipp
ist es, explosiv zu beschleunigen. Und mir ist ganz besonders wichtig, euch mitzuteilen, dass man eine Vorspannung aufbaut und diese Vorspannung sofort löst, wenn man am hinteren Punkt angekommen ist. Ja? Man ist hinten und beschleunigt sofort wieder raus nach vorne. Ja? Aufbauen und die Explosion rauslassen. Ich kann es gar nicht besser beschreiben. Vorspannung rauslassen. Sehr wichtig, auch zu explodieren. Und was ich noch euch mitgeben möchte, ist, dass ihr den Rückhandflip auch variieren könnt. Es gibt halt diesen geraden Schlag nach vorne, aber ich habe ja auch die Banane benannt. Und man kann ja auch den Bananaflip rauspacken, indem man hier ein bisschen krummer, ein bisschen schiefer flippt und ein bisschen Seitschub dadurch erzeugt. Und dadurch wird er für den Gegner schwieriger sein anzunehmen und zu berechnen, wie man diesen Ball retourniert. Also, übt auch die Banane. Ihr seht die Flugform, wie man dann ausholt, ein bisschen einknicken hier und bananenmäßig hochbeschleunigen. So, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und eingeschaltet habt beim Tutorial des Rückhandflips. Einfach noch dazu gesagt sei, dass wenn ihr der Erste seid, der flippt, könnt ihr sofort Druck aufbauen auf den Gegner und ja, wenn ihr Angriffsspieler seid, ist das natürlich ein riesiger Vorteil. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare uns, wie ihr kurze Bälle vom Gegner beantwortet. Flippt ihr, schupft ihr oder legt ihr kurz? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, es interessiert uns wirklich sehr. Bis zum nächsten Video, euer Let's Play Table Tennis Team. Ciao, ciao.